This goes out to the family of George Floyd. Ocarina of Time kommt auf die Switch. Wie geil ist das denn? Uiuiui, fast so geil wie unsere Mikrofonsituation. Ja. Eloquenz! In diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir sind Herr Rotes Armloch. Und Schinko. Der Staubsauger. Und ihr seid auch dabei, wie die Menschenwürde. Es ist wundervoll. Ich bin noch nicht lange wach, ich bin noch nicht ganz so auf der Höhe, aber ich bin ausgeschlafen. Ist mal was ganz Neues mit dir, Tino. Ja. Mal was ganz Neues, dass Dankeschön. Du mal hier müde bist. Ja. Schön. Nee, es war eine ereignisreiche Woche. Wir haben neue Lieder gehört von Die Ärzte, Tino und ich. Was machen wir jetzt mit dieser Situation? Wenn wir über die Ärzte sprechen, muss ich meine Ohren zuhalten. Echt so schlimm, ja. Vergiss naja, nicht ganz laut Lalala zu singen, damit der ins Zuhören. Nee, also ich habe halt heute irgendwie einen vollen Tag und will halt das zelebrieren, das neue Ärztealbum. Bei Hell habe ich mich auch ins Bett gelegt, habe Erdbeermilch getrunken und Apple-Milch? Machen die das jetzt auch? Genau. Eimilk, das ist teuer. Eimilk, bezahlen wir 5 Euro pro 100 Liter. 100 Milliliter. Und ist auch so angebissen, das Glas. Mhm. Und habe das einfach nur zweimal durchlaufen lassen, hab so vor mich hingedöst. Übelst geil. Und heute Abend will ich in die Badewanne gehen und Kerze anmachen, Pizza essen und was trinken und mit Mila dann diese... Föhn an. Und Föhn an, genau, und Toaster und möchte dann spätestens, dunkel wenn das Feature hören. Kommt, geht dann der Föhn so langsam ins Wasser. Bis es dunkel wird, genau. Ja. Deswegen bitte nicht zu sehr spoilern. Okay. Hast du den Aber ich weiß schon einiges davon. Hast du den neuen Dune schon geguckt? Nein. Na dann können wir den auch spoilern. Voll gerne, also das will ich eh nicht sehen, glaube ich. Okay. Wir haben noch letzte Woche drüber gesprochen. Diese Woche haben wir ihn tatsächlich gesehen, Herr Rodes, ich und Jesse. Ich war selbst ganz überrascht, dass ich mal wieder im Kino war. Ja. Wie ist das passiert? Hast du Augen aufgemacht? Huch, wie bin ich hierher gekommen? Zappalot, habe ich dann gesagt. Ja. Zapzarat noch eins. Ja, Double Date. Zappalot. Ne? War mal im Kino, weil ich das... Double Date, genau. Ja, weil ich das ja früher immer gerne auf dem Computer gespielt habe, auf Windows 95, Dune. Zwei aber, das Strategiespiel, da kenne ich schon die ganzen Sachen, die Häuser und die ganzen Arten, die da auf dem Planeten leben, die Erdsammler und die da so das Spice sammeln und so. Mhm. Und dann auch keine Erdsammler, sondern Spice Sammler. Und das ist in dem Film halt auch drin. Und da habe ich gedacht, boah, das war cool. Das kenne ich. Müssen wir eine Spoilerwarnung aussprechen für die Menschen, die es noch hören wollen? Also bisher war kein Spoiler dabei. Ja. Okay. Grundprämisse. Am Ende sterben alle. Es ist... Tino, es bitte, das kannst du auch jetzt hier nicht... Ich weiß es nicht. Ich darf das noch gucken. Okay, sorry. Also... Am Anfang sterben alle. Ich finde die Zusammenfassung Star Wars meets Game of Thrones tatsächlich ganz passend. Also Drachen im Weltall. Genau. Also für wen das irgendwie attraktiv klingt, der sollte wahrscheinlich ins Kino gehen. Ja, aber es ist halt weniger ätzend. Also es ist schon ziemlich cool. Also Game of Thrones, also es werden halt irgendwie nicht so viele minderjährige Schwestern gebumst. Nehme ich mal vorweg. Also jetzt ist halt Spoiler, der Spoiler-Teil, ne? Und auch sonst, also es ist halt nicht so kacke. Gibt's einen Todesstern oder sowas? Oder so einen Bösewicht, so ein richtig böse Bösewicht? So es gibt einen Bösewicht. Hitler Darth Vader? Ja, genau. Und der ist auch ziemlich cool. Nice. Also Spoiler, kann man jetzt Spoiler machen? Ja, eine Minute Spoiler. Also der ist sehr, sehr dick. Er hat eine Glatze und er kann fliegen. Danny DeVito. Ja, also das weiß man im Zweifel schon von dem Film, der, also 84 gab es ja schon mal einen Dune-Film. Weiß nicht, ob der da geflogen ist. Also es gibt ja das Haus der Bösewichte, Harkonnen, und die sehen alle aus wie Neonazis. Ah. Da musst du eigentlich spannend, reingehen, ja. Nazis aufs Maul oder ins Gesicht geschossen werden. Und so. Ja, das war der Spoiler-Teil. Ja, für eine Minute. Okay, könnt ihr wieder einschalten. Nee, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Aber ey, man sollte jetzt vielleicht keinen Blockbuster à la Marvel, so, wo jede Minute übelstes Feuerwerk ist, erwarten. Es gibt Minuten mit Feuerwerk, es gibt Minuten mit geilen Maschinen, aber es gibt auch Minuten, wo geredet wird. Aber es gibt keine Minuten mit Wasserwerk. Es gibt sehr wenig Wasser in dem Film, ja. Und Knallerbsen und so Wunderkerzen. Das ist, glaube ich, im zweiten Teil, der jetzt vielleicht noch kommen könnte. Also nice. Es ist so ein bisschen, ja, die Story ist noch nicht zu Ende erzählt. Also offenes Ende. Offenes Ende, mag gucken, ob es noch einen zweiten Teil gibt und einen dritten. Müsst ihr mal jetzt Kinokarten kaufen, ihr Blödies, und dann drehen wir vielleicht einen neuen Teil. Das Marketing. Erpressung. Das ist am Ende nochmal in so einem Text drin. Wenn sie das gerade irgendwo illegal gucken, dann kommt kein zweiter Teil. Ja. Nice. Nicht für sie. Ja, bleiben wir doch bei den Special Interest Themen, bevor wir in die Mord- und Totschlag-News der Woche kommen.
Tino, wir müssen ganz kurz über dieses Album reden. Mach das. Wir können das ja ausführlicher dann nochmal nächste Woche machen. Ihr könnt gerne schon mal so ankratzen, das Thema. Ja, also... Also ich weiß auch schon vom letzten Song des Albums, das Our Bass Player Hates the Song. Mhm, richtig dreckiger Titel. Dass es da um Demokratie geht und ja. Frau Urlaub hat dazu irgendwie erklärt, dass Rod diesen Song echt nicht gut findet, weil Punks Demokratie nicht erklären sollten. Das weiß ich. Und dass es um toxische Männlichkeit geht. In manchen Songs oder in einem Song davon. Das weiß ich. Ja. Toxische Männlichkeit? Ist das der Mann schlägt ihr ins Gesicht und sie ist dann tot sagen? Also Herr Rodes ist, glaube ich, im Album ein bisschen negativer noch eingestellt als ich. Ich muss mich nochmal in eine Badewanne legen, das war richtig schön mit der Kerze. Na komm mit heute Abend. Okay, ich habe heute Abend schon was vor. Und ich sage, es hätte diesem Album sehr gut getan, wenn es einfach zusammen mit Hell als Doppelalbum veröffentlicht worden wäre. Ja, aber ist es ja im Endeffekt. Ist es im Endeffekt, aber emotional nicht so ganz, wenn da ein Jahr dazwischen ist. Ja. So. Aber ich finde es krass, wie viel rauskam. So dieses Abschied und wie ist das andere? Rückkehr, genau. Dafür, dass Farin seine Gitarre verkaufen wollte, ist da auf jeden Fall nochmal ein bisschen was rumgekommen. Er hat sogar, dachte ich, viele Gitarren verkauft, bis auf irgendwie ein, zwei oder so wichtige Stücke und macht wieder voll Musik so. Also zwei Alben und ein paar Singles, finde ich beachtlich. Dafür eine neutrale Sache, die ich noch sagen kann, halbwegs neutral, habe ich eben schon erwähnt. Wenn die nochmal ein Album machen, dann kriegt Bela auf jeden Fall Liebesliedverbot. Weil ich habe das jetzt einmal zu oft gehört, wie er sagt, ja, hallo, wir waren zusammen, jetzt nicht mehr und das ist nicht so schön. Ja. Das habe ich einfach, das wissen wir jetzt. Mal ein bisschen weniger Romantik, Bela. Ja, dann und lieber wieder Farin, hier, ich bin der Graf und ich habe Angst vor HIV. Und Farin weniger Sonne und Strand vielleicht. Ja, das geht für mich noch, aber gefühlt fängt wirklich jeder 10. Song an mit Die Sonne scheint oder so. Ja, eben, Von Farin, aber ja. Und der große Downer ist ja, dass die Ärzte-Tour abgesagt worden ist, die eine In the Air Tonight. Mhm. Ja, aber da hat er keiner Karten. Da wolltest du mit Tino nochmal in den Dialog treten, habe ich so in Erinnerung. Warte, ich bin abfällig dir gegenüber geworden, weil du die ja nicht gekauft hast, sondern dir nur ergaunert, mehr oder weniger. Was heißt ergaunert? Ich habe drei Menschen gefragt, ob sie für mich mitbestellen wollen. So. Und einer war erfolgreich und zufällig dein Bruder, ja? Ja, plus du hast dich dann über mich lustig gemacht, weil ich keine hatte. Und jetzt hast du es davon angeschmiert. Ja, übrigens, liebe Zuhörer, ich überkreuze gerade meine Finger und reibe die so aneinander. Ich hoffe, man hört's. So mache ich gerade so Tinko. Ich habe noch Karten für andere Ärztekonzerte. Das habe ich auch. Also das okay. Hast du Berlin hast du. Berlin 2 und nochmal Erfurt. Hast du die Berlin selber gekauft? Ja. Na, dann alle. Bin ich nicht sauer auf dich. Ich habe nur diese eine Tour nicht bekommen, weil ich arbeiten musste. Oder hat irgendwie einen Dreh oder so. Und da habe ich dann Johannes gefragt und Jonas, glaube ich, und noch irgendwen. Und die haben alle keine Karten bekommen, außer dein Bruder halt. Und dann war's. Ich war einfach schlauer als du, ja? Der Markt regelt, sorry. Ich finde es halt auch, ja, super. Ich finde es halt auch nett, dass mein Brüderle dir eins kauft und mir halt nicht. Da hättest du mal fragen sollen, ja? Ja, ich dachte, der denkt da selber dran. Tja. Weil er hat ja ungefragt seinem anderen Brüderle eins geschenkt. Geschenkt sogar? Ja, zu irgendeinem Weihnachten oder weiß ich nicht. Das ist nicht meine Verantwortung, ja? Ja. Projiziere deinen Hass auf deinen Bruder, nicht auf mich, bitte. Ja, und auf die Liberalen, weil der Markt ist ja wieder mal schuld. Ja, natürlich ist der Markt schuld. Also, die Woche. Die Woche. Wir haben heute einen ganz wichtigen Tag, Tino. Den Tag, ganz der... Wichtig. Nächste Woche reden wir... Heute Abend kommen ja die Wahlergebnisse raus, heute 18 Uhr. Das stimmt. Ja, da bin ich mal gespannt. Es bibbert. Stimmt, ja. Es bibbert und bubbert. Ich war wählen persönlich. Habt ihr Briefwahl gemacht oder wart ihr persönlich wählen? Wir waren persönlich gewählt. Wir werden persönlich gewesen sein. Ich habe mir einen Wahlbrief geholt und habe den dann aber vor das Wahlbüro in den Briefkasten geschmissen, dass nicht per Post versendet wird, sondern so direkt reinkommt. Okay. Geht ja auch. Ja, werden wir alle enttäuscht sein? Ich habe ja diese Instagram-Umfrage gemacht. Werdet ihr mit der Wahl zufrieden sein? Irgendwie 92% nein. Ich calle, dass Scholz irgendwie stärkste Kraft, also SPD stärkste Kraft wird und die dann mit Grünen irgendwie was zusammen machen. Das wäre halt, ja, das wäre echt, das, also das wäre besser als alles andere, was bedeuten würde, dass die CDU wieder in der Regierung ist. Ja, die auf keinen Fall, aber so, ich fände geil, so grün, rot, rot irgendwie. Das glaube ich dir sofort. Ja. Ich werde auch dieses Jahr anders wählen, als ich die letzten Jahre gewählt habe. Ich sag nicht wie, aber ich werde anders wählen. Wie auch immer. Wählst du taktisch? Ich wähle, nee, nicht taktisch. Einfach, was ich am besten finde. So am Whiteboard so ein paar Fäden gezogen und dann... Also ich muss die AfD wählen, um die AfD zu schwächen. Tinko hat bisher immer links gewählt, wählt jetzt grün. Okay. Nein, ich habe... Nein, du musst nicht sagen, sag nichts. Hab ich nicht. Ich habe noch nie die Grünen gewählt. Noch nie? Doch, einmal zur Kommunalwahl. Da kann man 3 Stimmen vergeben. Da habe ich eine grüne, 2 Linke gemacht, glaube ich. Ja, ist ja gut. Oder so. Ja,
Also wir legen jetzt alle auf, wenn wir wählen, aber sonst würde ich das... Heute ist Marlins Geburtstag, wollte ich eigentlich sagen. Aber ihr kommt wieder mit dem Laschet an, weißt du? Nee, Marlins Geburtstag war vorgestern, oder? Ja, aber wir nehmen an Marlins Geburtstag auf und ich will es zumindest mal erwähnen. Ja, dann haut es mit dem... heute Abend ist Wahl nicht mehr hin, Robin. Jetzt hast du die vierte Wand aber komplett zerstört. Oh, scheiße. Also Marlin hatte vorgestern Geburtstag. Alle mal in die Kommentare. Gratulation, Marlin. Die sitzt nämlich gerade in ihrem komischen Militärkabuff und schreibt Hausarbeit. Klingt super. Ja. Gut. Viel Spaß bei deinem Geburtstag. Ich hoffe, dass du schön feierst und erfolgreich bist in deinem Job. Ja. Jetzt kriege ich hier gerade einen Anruf rein. Da muss ich jetzt mal drauf scheißen. Tja, Friedrich, Pech gehabt. So. Wisst ihr nämlich, was diese Woche passiert ist? Ja, einiges. So, Herr Rodas, das hat es nämlich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber... Rezo dritter Teil war diese Woche. Stimmt, echt? Das war die Woche? Oh. Ja, ich sag mal, die Überraschung war nicht so da, weil man es erwartet hat. So ist das, wenn die Überraschungen nicht da sind. war jetzt auch nicht, also es hat nochmal deutlich gemacht, was halt so ist, ne? Dass Scholz hier irgendwie irgendwelche Jugendlichen vergiftet hat mit Kotzmittel, wusste ich nicht, aber den Rest wusste ich ja, mit der Korruption ist ja klar. Brechmittel hat's, ist auch so dein neuester Gag so mit, ne? Hat's nochmal, weil ich das witzig finde, dass dieser ruhige Typ dann übelst aggressiv so einen kleinen Jugendlichen der Brechmittel einflößt, obwohl es halt nicht hinhaut, aber... So, komm mal her jetzt, hier musst du mal schön kotzen, jetzt ist mir das egal, dass du stirbst. aber die Korruption war halt klar, es hat es nochmal offengelegt, weil es aber, das ist zum Beispiel nichts, das hat mich jetzt nicht weggeflasht, also die Teile davor schon eher, aber klar ist nochmal wichtig. Mein Träumchen wäre ja CDU unter 20, aber es bleibt, glaube ich, ein Träumchen. Also ich schätze ja, dass die gerade auf 20 gehen, 19, 20, so ist meine 19 Vermutung. 19 wäre so geil. Hm? 19 wäre so geil. Ach so, ja. Ja, wir werden sehen, wir werden heute Abend sehen. Ja, ich werde wieder vorm Fernseher sitzen und werde, mitfiebern. Ich weiß nicht. Für mich ist es immer so ein Ding, dass ich mich irgendwie freue drauf, aber immer bin ich enttäuscht über die Wahlergebnisse. Aber ich freue mich drauf, es mal anzugucken. Welcome to democracy. So anzugucken, wie die Parteien dann immer so zugeschalten werden und so, dann die AfD immer so irgendwie so feiert, ja, und dann die Grünen. Werden sie weiterjagen. Ja, genau. Wir jagen sie nochmal. Was aber viel interessanter werden wird als die tatsächlichen Wahlergebnisse, wären wahrscheinlich die Bündnisse, die rauskommen, weil da ist ja, glaube ich, jetzt so gut wie alles offen. Ja, unabhängig davon, wie es jetzt plus minus 2 Prozentpunkte bei jeweiliger Partei wird. Und ich glaube, die ganze Spannung ist heute Abend noch nicht raus. Ne? Das kommt erst noch. Wenn wir noch eine GroKo oder eine Deutschland-Ko bekommen? Nee, GroKo glaube ich auf keinen Fall. Also da habe ich mal Vertrauen in die SPD, dass sie diesmal sagt, nee, jetzt mal nicht, Leute. Jetzt mal wirklich, wirklich. Jetzt mal wirklich nicht, so, ja. Ich wollte mal sagen, dass mir der YouTube-Algorithmus ein passendes Video empfohlen hat von Osha. Das ist so ein Kultlieder. Und er sagt in diesem kurzen Clip, den YouTube mir nahegelegt hat, Democracy is for the people, by the people, but the people are retarded. Ja. Ja. Kann ich fast unterschreiben. Auch wenn ich als Pädagoge den Begriff retarded natürlich nicht als Abwertung akzeptieren weißt darf. Weißt du, wenn Charles Manson jetzt mal nicht gendert, dann gibt es da vielleicht wichtigere Dinge zu besprechen, Tino. Gibt's immer. Und wenn da Osha daherkommt, dann ist es auch okay. Also ich kenne Osha jetzt nicht. Aber es gibt ja Studien, dass wenn man sagt Ärzte, dass man dann denkt, das sind keine Frauen dabei. Mhm. Ja, gibt's wirklich. Du kannst ja? Machen, ja? 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 Haben wir auch schon mal drüber Brennpunkt gemacht. Ja, ich weiß. Tino, wie... Trinkt die Empfehlung. Wie gendert man Koch oder Köchin. Köche? Köchin. Warum? Weil der Köch? Nein, aber Köchin ist doch nicht gegendert, das ist doch weiblich einfach. Genau, also du meinst jetzt so, wie jetzt Kochinnen oder sowas? Ja. Ja. Weiß ich gar nicht. Ja, da hört kochende Person. Ja, nee, da macht es so viele Regeln kaputt. Die Köchin. Ist auch bei Ärztinnen so. Ärztinnen ist ja auch nicht so geil. Wegen Arzt, Ärztinnen. Koch, Köchinnen. Ja, aber Mehrzahl ist ja schon Ärzte. Ach so, ja. Köche. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ich kenne auch nicht alles. Die Mehrzahl ist ja auch Köche. Ich bin raus. Fuck. Okay, dann habe ich Kochs. Das nicht gefragt. Kaputt argumentiert. Köchis. Keine Ahnung. Ich könnte mal Beispiele in die Kommentare schreiben, wie man Köche. Also man nimmt einen ganz neuen Begriff dafür. Zum Beispiel, Brot kann man gar nicht einfrieren. Das geht einfach nicht. Geht das nicht? Nee. Okay. Schade. Normalerweise. Kennt ihr das, wenn ihr eine... Brennpunkte sind da wieder all over the place, aber die Leute erwarten ja nichts anderes.
wenn man eine Diskussion beenden will, dann fragt man, ob man, dann behauptet man, man kann Brot nicht einfrieren. Und dann sagen alle, ne, doch, man kann das, ich habe das erst kürzlich gemacht und düdüdüd. Und dann übelst du eine Diskussion und geht es um was anderes Thema dann. Ach so, kenne ich nicht. Aber du hast jetzt einfach gesagt, jo, sehe ich ein. Das war jetzt natürlich nicht ganz meinen Erwartungen entsprechend. Buja. Okay, Robin, was sind die neuesten Themen? Die neuesten Themen, ich habe hier nochmal so einen Clip offen vom Herrn Söder, der König von Bayern, wenn wir eh gerade hier bei, ich meine, du hast ja auch noch Bundestagswahl, dann machen wir all diese lahmen Politikthemen nochmal. Müssen wir ja nicht, das sind nur Themenvorschläge. Der eine Blauhaarige hat ein Video gemacht, der andere Blauhaarige auch. Dein Führer, Sonneborn, Zerstörung der EU. Der ist aber nicht blauhaarig. Ja, aber im Thumbnail. Der ist nichts haarig mehr. Im Thumbnail ist er blauhaarig. Ah, das habe ich nicht gesehen. Zerstörung der EU hat jetzt schon 500.000 Aufrufe und du hast es nicht gesehen. Nee, keine Zeit. Tja, Tino. Ich habe nur das schlechter Parteiloch. Ich habe aber nicht geguckt. Echt nicht? Erzähl mal kurz. Was ist halt nicht so peppig, der sagt halt nicht so oft Digger und so. Aber es ist das Gleiche im Prinzip, oder? Wahrscheinlich inhaltlich. Nee, wie bei Rezo. M-Line ist so lost. Voll cringe, die alte, ey. Das macht sie richtig sass. Am Mittwoch. Nee, also es war schon gut gemacht. Es ist auch die Zerstörung der EU, Punkt, durch Merkeln. Merkeln. Mhm. Leider gehen aber auch die CDU-Menschen nicht so richtig auf die Kritik ein, inhaltlich. Es geht immer nur um dieses, oh, er hat blaue Haare und so. Ich finde ihn eh seltsam, war auch so ein Zitat von irgendwem. Aber so inhaltlich mal sagen, nee, das stimmt nicht. Nur Laschet meinte mal in irgendeinem Video, ja, ich habe es nicht angeguckt, aber was er da erzählt, das kann man eh nicht ernst nehmen. Und wenn ich jetzt auf alles eingehen würde, wo ich Kritik bekomme, dann würde ich gar nicht mehr keine Zeit mehr für andere Sachen haben. Top-Kommentar von Worldwide Wohnzimmer unter dem Armin bei den zwei Kindern im Interview. Hey, mit Riso willst du nicht reden, weil das ist unseriös. Hm. Aber zu zwei Kindern hingehen, das machen wir. Den Knopf im Ohr haben, habt ihr von allen dreien die Sachen gesehen? Ja. Ja. Also ich finde, Baerbock hat richtig abgerissen. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, das ist sehr souverän gemacht. Ja. Auch hier bei diesen, es gibt so einen Meta-Faktencheck über die Talkshows und Trielle, die es gab von den Kandidaten. Und da wurde quasi errechnet, wer am meisten die Wahrheit gesagt hat, also nachweislich und auch tendenziell richtig, wenn es so Abstufungen gab, wurden auch als richtig eingestuft. Und da haben sie jetzt ermittelt, dass Laschet in 21% der Fälle, die Wahrheit gesagt hat oder faktenbasiert geredet hat. Dann kommt Scholz mit 53%. Und Baerbock hat wohl 81% die Wahrheit gesagt oder tendenziell richtig gesprochen. Das finde ich übelst krass. Hat sie dann bei den anderen Sachen gelogen oder einfach so sich Sachen aus dem Ärmel geleiert? Nicht nur sie, also alle. Es geht wohl darum, dass sie Fakten verdreht haben oder die nicht ganz richtig waren. So. Okay. Aber das Laschet halt sehr viel lügt. Also ich hätte nicht gesagt, dass er in 80% der Fälle lügt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Hart. Aber dass er halt viel Scheiße erzählt, um halt seinen Lobbyleuten irgendwie einen Gefallen zu tun, weil es dann nicht anders geht. Er muss ja vor dem Volk lügen, um seine Lobbyinteressen durchzusetzen. Ja, es fällt schon häufig auf, also allein dieses Thema Ehe für alle, wo er ja letztens das sagt, er hätte dafür gestimmt und da war da vor 5 Jahren noch ein Interview gegeben, dass er dagegen gestimmt hätte, wäre er da dabei gewesen. Das sind ja ganz knallharte Lügen, die er macht und das macht er ja ständig, auch bei Dingen, wo es vielleicht nicht so auffällt. Dieser Statistik entgegen stand ja die nach der Triell gehaltene Umfrage, wen fanden Sie am faktensichersten oder so. Was dann irgendwie verdreht war, ne? Da hatte Baerbock gerade mal 30% oder sowas. Da meinte Twitter da ganz schnell, das ist dieser Sexismus. Und da würde ich reingrätschen und sagen, das ist vielleicht etwas komplexer, als zu sagen, der wurde nur weniger geglaubt, weil sie eine Frau ist. Wenn sie mit Themen daherkommen, von denen du einen Vorteil hast, wenn sie falsch sind, dann glaubst du das vielleicht eher nicht. Also wenn sie sagt, hier, wir müssen jetzt alle irgendwie ranklotzen, damit Klimakrise nicht so ballert, willst du das vielleicht eher nicht glauben, als wenn Armin Laschet sagt, wir sollten auf keinen Fall jetzt die Steuern erhöhen. Ja, es hat viele Faktoren. Zum einen die inhaltlichen Sachen, dass ja eh das Thema Umwelt schon sehr kritisch betrachtet wird oder Klimaschutz kritisch betrachtet wird, aber es gibt trotzdem ist auch dieser Frau-Faktor etwas, was nicht ganz aus der Nase gezogen worden ist. Also es gibt auch Studien, die tatsächlich zeigen... Es gibt Studien bei irgendwas, aber in diesem Fall sehe ich nicht den Anhaltspunkt, wo man sagen kann, das ist de facto, weil sie eine Frau ist. Nein, nicht nur, nee, es wird ein Faktor sein, aber es spielt halt mit rein. Aber das vermutest du ja auch jetzt nur. Nee, wie gesagt... Es gibt bei diesen Dreierkonstellation-Dingen gibt es keine bestätigte Sache. Ich finde das geil. Robin, das Wissenschaft. Es gibt Studien über irgendwas, aber in dem Fall, ja, also, nee, Studien, nee. Ja, jetzt hier mal...
Es geht ja hier um diese drei Personen. Ja, aber es sind ja irgendwie wieder zwei Männer und eine Frau. Und wenn es auffällig ist... Ich verstehe schon, dass man es nicht wesentlich darauf runterbrechen sollte. Also wenn da jetzt ein 16-jähriger Typ sitzen würde, würde er, glaube ich, noch ein bisschen unglaubwürdiger kommen als die Frau. Ne? Ja. Ich glaube, es hängt auch wieder mit zusammen, dass es ein bisschen jung und naiv wirkt, sag ich mal. So ein bisschen, weiß ich nicht... Sie wirkt noch ein bisschen wie ein Mädchen, das ein Referat hält. Ja, aber das kann ja, das ist ja ein validerer Punkt, dass man sagt, okay, die ist erst 40 ja, aber es sind ja und viele nicht, Punkte. Die ist eine Frau. Ja, aber es sind ja viele Punkte. Also das ist, mit der Frau ist ein Faktor, wie gesagt, dass sie jung ist und keine Regierungserfahrung hat und das Umweltthema, das spielt alles damit rein. Aber man darf nicht vergessen, dass es trotzdem, dass oftmals Frauen in solchen Positionen nicht ernst genommen werden, wie Männer ernst genommen werden. Das ist auch ein Fakt, wenn es auch nicht der einzige Fakt ist oder der einzige Faktor ist. Aber Merkel wird ja auch schon ernst genommen, oder? Naja. Selbst eine Ursula von der Leyen wird ja bestimmt ernst genommen, obwohl die nur Scheiße macht. Na klar, die gibt es natürlich auch, und ja. Deswegen glaube ich halt nicht, dass man das so sehr auf den Faktor Frau stützen kann. Ja, weil es um diese Nachfolge von Merkel ging und da gab es ja erst irgendwie Annegret Kramp-Karrenbauer und so, die ja auch dann abgesägt worden ist. Und irgendwie Laschet konnte sich relativ gut halten auf einmal, obwohl er wesentlich unseriöser wirkt als Annegret Kramp-Karrenbauer. Was auch wieder ein Beispiel ist, ja, dass dann auch wieder eine Frau abgesägt worden ist und ein Mann halt nicht. Ah, also die hat aber auch schon nicht so performt, muss ich sagen, die Dame. Ja, hat sie auch nicht. Also vielleicht möglicherweise auch ein kleiner Bias, das jetzt auf Mann und Frau zu münzen. Ja, nicht nur, wie gesagt, es ist ein Faktor von vielen. Man darf es aber nicht ausklammern und sagen, es ist gar kein Grund, weil sie eine Frau ist. Es spielt natürlich mit. Söder ist keine Frau. Söder ist keine weißt Frau. Du's? Hast du ihn gerade vielleicht falsch gelesen? Jules ist eine Frau, soweit ich weiß. Das heißt, Jules freut sich über diese Überleitung. Söder hat einen Clip noch gehabt diese Woche, der auch über Twitter verbreitet wurde, in dem er gesagt hat, bei so einer Konferenz von seinen ganzen coolen Yes-Men, die um ihn rum sind, ja, wenn sie in der Familie jemanden haben, dann fragen sie den, wen wollen sie wählen? Und wenn die sagen CDU, na dann schleifen sie die ja sofort Sonntag zum Wahllokal. Und wenn die sagen was anderes, ja dann sagen sie, die Wahl ist nächste Woche. Ist das legal? Weiß ich nicht. Also für ihn scheinbar schon, weil es hat ja immer keine Konsequenzen. Aber es ist schon ordentlich. Das gab es ja auch von linker Seite, dass man so Sharepics geteilt hat von wegen irgendwie an alle AfD-Wähler, gehen sie schon Samstag wählen oder gehen sie ja am Montag erst wählen oder das so. Ist aber schon nochmal was anderes, wenn das so ein Söder macht, ja, das ist als klar. Wenn da ein Shitposter daherkommt. Das ist ja klar, aber ich meine, das gibt es halt einfach von vielen Seiten so. Und die CDU war ja auch so schlau in den letzten Jahrzehnten, dass sie Shuttlebusse in irgendwelche Altenheime gefahren hat, weil die wissen, die wählen sie am meisten, dann fahren aber sie die zum Wahllokal. Man sieht, die Union ist ein kleines bisschen verzweifelt. Finde ich eigentlich eher ein schönes Zeichen, dass er so einen Scheiß von sich gibt. Nicht mehr so selbstsicher ist, weil ich glaube, der schwitzt schon heftig. Auch mit seinem, ich habe keinen Bock auf Opposition. Den geht's Arschwasser. Ja, der wird tief verallen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt dann ist mit seiner NRW-Präsidentschaft da, dass er ja irgendwie Ministerpräsident. Ich frage mich auch, wer macht es eigentlich NRW, wenn Laschet raus ist? Keiner. Besser ist, oder? Es wird weitergelaufen, einfach so als soziales Experiment. Es wird als Anarchismus ausgerufen, was sonst? Ändert ja noch nicht mehr viel. Wahrscheinlich nicht. CDU ist Anarchismus. Ja, wollen wir zum Thema der Woche kommen, oder was? Was ist denn das? Mario. Mario? Irgend so ein Mario. Mario Gomez. So hässlich. Super Mario. Stimmt, da kommt dann ein Film raus, habe ich gehört. Echt? Super Mario? Es kommt ein Super Mario-Film. Und Chris Pratt oder sowas spielt irgendwie Mario. Das alle sind da geschockt wieder geträumt, von. Kann das sein? Nein, das ist aber heute Abend, Nacht irgendwie was. Und da kommt jetzt ein Super Mario-Film. Heute Nacht war da was? Echt? Moment. Ja. Gibt's da einen Trailer? Wie Detective Pikachu und Sonic. Da muss ich mal gucken. Mario-Movie. Mich würde immer noch interessieren, was der ursprüngliche Gedanke von dir war. Naja, ich weiß nicht, wie wir auf den Gag gekommen sind, aber man hört ja zurzeit, dass die Tankwerte, wie die Fliegen, wegklappen. Ja. Die Tankwarte, warum? Ich bin immer noch nicht bei Mario angekommen. Der Typ hieß so. Achso. Ja. Da hat so ein Maskenverweigerer jemanden erschossen diese Woche. Hat euch alle nicht... Ach, der Attentäter hieß so. Hey, ich habe doch gerade gefragt, ob das letzte Woche war und wir da schon drüber geredet haben. Die vergangene, also in der Woche, in der wir uns jetzt befinden, die sich Vergangenheit befindet. Also haben wir noch keinen Brennpunkt, wo wir darüber gesprochen haben. Nein. Nein. Ja. Also es war in einer Stadt, die ich vorher gar nicht kannte oder ein Ort. Hinterher auch nicht. Idar-Oberstein heißt das. Da gab es
eine Auseinandersetzung zwischen einem Tankwart, also einem Jungen, der 20 Jahre alt ist und noch studiert, und einem Maskenverweigerer. Und der Tankwart hat ihn darauf verwiesen. Ja. Es kommt halt ein Mario-Film mit Chris Pratt. Ich will das Thema gerade mal ernst. Sollen wir das kurz machen? Ja, Entschuldigung. It's me, Mario. Ja, also, und der Maskenverweigerer hat halt keine Maske auf. Und dann sagt halt der Student, der hieß übrigens Alex, setzen Sie bitte Ihre Maske auf. Da ist er aus dem Atemwurf wieder raus, kam rein, hat ihn dann in den Kopf geschossen. Aus Verärgerung, auch nach eigener Aussage, Verärgerung, dass er diese Maskenpflicht durchsetzen aber wollte. Aber eine Stunde später, das ist ja wichtig. Also der hat das erstmal setzen lassen und hat nach einer Stunde gedacht, ich bin immer noch sauer wegen dieser Maske. Ja. Hätte das gleich gemacht, hätte es vielleicht noch unter Totschlag gegolten. Mhm. Und glaub, so war es. Später wird das nichts mehr. Ja, jetzt heißt es niedere Motive oder Beweggründe. Genau, und es kam wieder raus, dass die Person halt irgendwie auf Facebook und so weiter AfD-Sachen teilt, so. Es wurde dann wieder laut aufgeschrien, so, dass die AfD geistige Brandstifter sind. Und da gab es dann auch so Grafiken, die dann gezeigt haben, dass es irgendwie in der Vergangenheit öfter vorkam. Auch der Lübcke-Attentäter war ja AfD. Zufall. Der hat die Plakate gehangen und Gelder gespendet und auch auf Facebook AfD-Sachen geteilt. Und auch, ich dachte auch, der Halle-Attentäter, das habe ich auch nicht mehr recherchiert. Ich dachte, der war auch irgendwie, dass er auf Facebook AfD-Sachen geteilt hat und so. Und das finde ich ein bisschen auffällig, dass gerade in den letzten 5 Jahren diese ganzen Anschläge, die es gab, es waren ja schon viele Rechte, auch nicht nur, aber viele Rechte, und die von Rechten kamen, waren irgendwie AfD-Fans. Ja, die Frage ist, also wir haben hier eine Stimmung, ganz klar, die Frage ist die AfD ein Symptom oder eine Ursache, ne? Naja, sie sorgen schon dafür, dass der Ton rauer wird und dass man Menschen aufpeitscht. Wenn du dir einmal die Bundestagsreden anguckst, auch die Reden, die sie so in Städten halten, da reden sie ja schon sehr, sehr hart von, wir werden sie jagen und... Ja, das Jagen, das fand ich ja nicht mehr so wild. Merkel-Diktatur, das ist, es läppert sich ja alles. Und dann denkst du echt, du lebst in einer Diktatur, obwohl es gar nicht so ist. Und denkst, du musst dich dagegen wehren und fängst eben an, irgendwie Lübcke zu erschießen oder irgendwelche Studenten, die unschuldig sind. Ja, was ich halt krass finde, ist halt, wenn ich jemanden sehe ohne Maske, dann sage ich ja, komm, fuck it. Oder ich sage halt, komm, bist mal keine Pussy, sagst du mal jetzt hier... zieh mal hoch oder weißt du, findest du, schaust ihn einfach ganz lange eindringlich an und machst dann diesen hier, zeigst auf die Nase oder irgendwie sowas. Ja. Aber wenn man halt befürchten muss, dass man dann abgeknallt wird, so, nun ist es einmal passiert, dann denkt man auch schon so drüber nach. Wir kommen irgendwie in eine Richtung, die schon fundamental ungut wird. Also es gab schon häufiger, dass auch Busfahrer haben wohl auf die Maskenpflicht hingewiesen, da gab es irgendwie Prügelattacken von den Leuten, das gab es öfter. Aber das war jetzt wohl der erste Tote irgendwie, vor allem mit einer Schusswaffe. Und auch ich bin jemand, der oft überlegt, sagst du es jetzt, wenn jemand es im Bus nicht macht oder so? Ja, manchmal tue ich es auch, aber selten. Auf der anderen Seite darf man es von so einem Scheiß halt nicht unterkriegen lassen. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, okay, dann sagt man es halt nicht mehr, haben die halt gewonnen, weil einer halt umgeschossen hat. Ne? Mhm. Das wollen die. Aber das ist ja dasselbe wie mit, man hat Angst vor Fliegen, obwohl es viel sicherer ist als Autofahren. Also, what are the odds, dass du erschossen wirst? Ja, man darf es nicht ganz vergleichen, weil so ein Flugzeugabsturz ist ja auch etwas, was du nicht kontrollieren kannst. So. Und es ist halt irgendwie eine Wahrscheinlichkeitssache, aber Menschen, die aufgepeitscht sind und so. Das ist alles richtig, aber man sieht einfach, dass das ist jetzt in anderthalb Jahren einmal passiert. Naja, aber es steigert sich. Ne? Das ist mag sein, aber ich würde das nicht als realistische Angst oder als begründete Angst jetzt hier irgendwie verbuchen wollen. Ja, du wählst es schon im Hinterkopf, wenn du irgendwie einkaufen bist und bist an der Kasse bei Rewe und überlegst, irgendwie jemanden anzusprechen drauf, dann denkst du dir, halt, stopp. Letzte Woche wurde einer erschossen, deswegen, ich sag mal lieber nix jetzt. Ja, aber das meine ich ja. Diese Angst ist da, aber das in irgendeiner Form realistisch zu sehen, dass das eine Gefahr ist, finde ich halt echt nicht gut, weil das führt dann in die Richtung, dass das viel mehr Macht bekommt, als es haben sollte. Aber inzwischen tragen ja echt nur noch Menschen keine Maske, die wirklich, also inzwischen wissen ja alle Menschen, dass wir Masken tragen müssen und wie sie zu tragen sind, über der Nase eigentlich so. Und die es jetzt immer noch nicht machen, ich glaube... Die wissen, was sie tun und die sind auch auf Konfrontation. Und die haben alle Waffen zu Hause, die sind alle im Anschlag. Nicht, aber die haben halt, die machen dir halt das Leben unbequem, wenn du da jetzt auf ansprichst. Ne? Ja. Dann machst du halt das Leben zurück unbequem. Ja, aber wohin führt das? Meine Erfahrungen sind bisher auch gut. Wenn ich es gesagt habe, haben die meistens Entschuldigung gesagt und die aufgesetzt, so, bisher immer. Aber es kann ja auch mal so laufen wie jetzt in Ida Oberstein und dann Mario. Inzwischen ist es mir egal, weil die Maskenpflicht meines Erachtens noch obligatorisch ist. Ne? Jetzt inzwischen tut es mir nicht mehr wie wenn es Leute nicht haben. Weil es halt unsolidarisch ist. Genau. Also ist nicht, weil ich jetzt Sorge habe, dass ich dir die Scheiße einfange. Geil finde ich es nicht, aber ich würde jetzt wahrscheinlich mich auch nicht mehr drüber ärgern. Weil wird ja in ein paar Monaten sicherlich auch aufgehoben werden. Denke ich mal. Glaube ich nicht. Also ich denke, selbst mit einer hohen Impfquote wird es erstmal so bleiben, dass man die Masken erstmal noch weiter trägt. Das ist meine Vermutung. Mal gucken, denke ich mal. Ist ja auch ein politisches Thema. Vielleicht ist nach der Wahl wieder alles anders. Den besten Tweet hat natürlich Alice Weidel veröffentlicht nach der Tat und meinte, man soll jetzt nicht anfangen, tagesaktuelle Stimmungsmache zu betreiben und die Tat zu instrumentalisieren.
Das fand ich eine sehr gute Einordnung von dir. Brauchen wir auch gar nicht weiter drüber reden. Ja. Also, ich sag mal, wenn der jetzt anders eingefärbt wäre, der Täter, dann wäre das, glaube ich, hätte sie das auch anders gesehen, aber das wissen wir ja alle. Ja, eben. Also ich habe halt das unter einem anderen Aspekt auch nochmal gesehen und du hast das Video auch gesehen. Der Kollege, der gestern auf Reddit gehypt wurde, weil er einem Maskenverweigerer Kontra geboten hat. Der ist nämlich über Nacht richtig viral geworden. Ist deswegen auch aus seinem Job geflogen, hat jetzt eine GoFundMe und hat da sehr viel Geld bekommen, weil er seinen Job deswegen verloren hat. Weil er halt Bitch und sowas weil er sagt. Achso, weil er Bitch, okay. Ja, aber weißt du, also wie gehst du damit um? Der wurde gefilmt, so virales Video, wie einer gefilmt wird von einem Maskenverweigerer, der sagt, hier, du mit deinen Masken, du unterstützt das, dass die Kinder in der Schule, die ersticken und so. Dass keiner erstickt. Und er sagt halt, du Pussy, komm, mach doch mit mir, was du willst. Ich werde dich jetzt nicht angreifen und in den Knast geben, weil ich habe was zu verlieren, du nicht. Du bist hier arbeitslos und stehst hier rum und gehst Leuten auf den Sack, weil du nichts zu tun hast. Mhm. Und er hat dann halt voll erwischt, so 5 Sekunden Stille und wird halt super gefeiert davon. Vom Internet und deswegen unter diesem Aspekt jetzt irgendwie hier weiß ich nicht, also das meint ihr nicht so, aber das fühlt sich halt für mich fast nach Bildzeitung an, so guck mal, da ist jetzt einer erschossen worden, jetzt redet man nie wieder mit Leuten, die irgendwie die Nase aus der Maske gucken haben. Ja, aber es zeigt so. Ja schon so eine gewisse steigernde Gefahr von den Leuten, die, also nee, die von eben denen nicht, ausgeht. Eben nicht, das ist ein Einzelfall, also das ist halt wirklich ein Einzelfall gewesen, auch wenn irgendein Busfahrer mal verprügelt wurde, das ist absolut das falsche Zeichen, Tino, da bin ich 100%ig überzeugt von. Wenn du jetzt sagst, guck mal, die sind gewaltbereit, da kuschen wir jetzt mal, da gewinnen die. Nee, nicht kuschen, aber man muss ja schon, darf nicht vergessen, dass diese Angst berechtigt ist, die man hat. Ist sie eben nicht. Das Beste, was man machen kann, Massenverweigerer direkt erschießen, Notwehr. Ja. Oder aber so. Nein, Tino, das meinte ich mit dem Flugzeugvergleich. Wenn jetzt wenn 80 Millionen Leute und da wird einer erschossen, dann ist das nicht berechtigt, dass du denkst, okay, ich gehe jetzt in die Tanke und werde erschossen. Das ist einfach irrational. Punkt. Ah, finde ich nicht. Alter, okay, ja, Diskussion glaub, geht bitte in den Kommentaren weiter. Tino, das ist Wissenschaft. Finde ich nicht. Nee, ich glaube halt, dass es einfach gerade nicht besser wird. Wird einfach schlimmer gerade. Das, halt so, ne? Das mag sein, aber es... Umso eher sollen wir uns entgegenstellen und nicht kuschen, finde ich. Ja. Erstens das und zweitens, genau. Ich kenne auch dieses Gefühl, kurz nach Bataclan auf einem Konzert gewesen und zu denken, okay, was wäre, wenn jetzt jemand mit einer Waffe reinkommt? Ja. Aber es ist auch komplett irrational. Und dann irgendwie weniger Spaß oder nicht mehr auf Konzerte zu gehen, weil da mal so ein Event war. Ja, ich habe es jetzt wieder Event genannt. Das ist halt der falsche Weg, weil dann haben die Terroristen gewonnen. Ich bin immer so gern in Tankstellen gegangen und hab da eingekauft. Jetzt ist das alles weg. So. Ich tanke nie wieder. Ich war so glücklich. Ich glaube, der Anschlag war von den Grünen tatsächlich, weil die Leute Elektro. Sagen, ich glaube, an der Elektrozapfsäule wurde noch keiner erschossen. Ich sag's ja nur. Oh Gott. Ist so. Ja, außerdem Roboter, ne? Wenn da ein Roboter gestanden hätte, wäre der jetzt nicht erschossen. Ach so, ein Kassier-Android? Ja. Überhaupt, das ist ja auch dieses Ding, weswegen Dion seinen Job gekündigt hat, weil er da 3-mal erschossen wurde. Nee, weil er halt Leute auf Gesetze hinweisen musste, die er selber ja nicht macht. Ja. Und das ist halt total dumm. Also was kann der Tankwart dafür? Von schlechten Nachrichten, ne? Ja, also wirklich großes F an diesen Tankwart, weil der hat halt nichts damit zu tun. Der wird dafür, der muss das machen, die Leute darauf hinzuweisen, um sein Geld am Ende des Tages zu bekommen. Ja, die sehen es halt irgendwie als Option, richtig, die Querdenker. Die denken, es wäre eine Option, darauf zu verzichten. Und wer das halt macht, die Masken aufsetzen, ist irgendwie Systemling und weiß ich nicht. Ich raff's nicht. Ich kenne auch Menschen, die selber auch in meinem Bekanntenkreis die Masken sinnlos finden, aber in einem Bereich arbeiten, wo sie sie tragen müssen, auch darauf hinweisen müssen, machen es halt trotzdem, weil es halt ein Gesetz ist und es eine Vorgabe ist. So kann man ja auch handeln. Aber man kann dann die Meinung vertreten, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist. Ich finde, das härt es halt einfach, dass die, so hat er nämlich in dem viralen Video auch argumentiert, ey, ich bin voll der Alpha und du bist voll der Beta, weil du eine Maske trägst. Aber wenn du so krass Alpha bist, dass du Bubu machst mit einem Stück Stoff vorm Mund, dann bist du vielleicht doch nicht so krass Alpha. Ja, true. Ja. Ja. Ich würde noch an das Thema anknüpfen wollen von Henk die Grünen. Da gab es nämlich auch eine neue Meldung. Ach, dieses Event. Der dritte Weg hat ja Henk die Grünen plakatiert. Und was sauer aufgestoßen ist vielen Leuten. Und jetzt ist es tatsächlich verboten worden, weil es als Aufforderung zum Töten darstellen soll. Und dazu kam noch eine Antragsaktion vom dritten Weg. Die haben nämlich
Wahlkampfveranstaltung gemacht, so eine Kundgebung, und hatten da irgendwie drei Leichensäcke aufgestellt mit drei Leichen drunter, also keine echten natürlich. Und dahinter waren halt Bilder von Scholz, Baerbock und Laschet und so eine Blutlache so. Und ja, das war, ging auch sehr viral, zumindest in meiner Bubble, dass die, der dritte Weg sich auch sehr radikalisiert immer weiter und dass die so ein bisschen zur neuen NPD mutieren und man jetzt so ein bisschen anstoßen will, auch die zu verbieten. Ich musste nebenher hier noch Recherche betreiben. Hast du gesagt, dass das aber auch wieder so eine leichte Doppeldeutigkeit ist? Ja, sollte es sein, natürlich, ja. Und dass es nicht, also es sollten nicht die Leichen von Laschet, Baerbock und Dings sein, ja, ihre Erklärung, aber hahaha, hier Augenzwinkern. Ihre Erklärung war, dass es wohl die Toten von, weiß nicht, Halle gewesen sein sollen als Symbol, aber dahinter zufällig die Bilder von Laschet, Baerbock und Scholz. Ja, doppeldeutig von mir aus, aber trotzdem halt irgendwie soll es darauf hinweisen, dass die... Die eine Bedeutung ist halt, okay, Halle, so von mir aus, aber die zweite ist halt irgendwie, ich will die drei Leute da schießen. Blöd, trotzdem. Ja. Nur das dazu, das war nochmal so ein Update zum letzten Mal. Man darf es nicht mehr aufhängen, hängt die Grünen. Nun, gab es eigentlich beim Triell diese Woche irgendwie noch Memes, die ich verpasst habe? Ich habe das ja nur so halb. Habt ihr da was mitgekriegt? Nicht so, oder? Was? Nee. War jetzt nicht so das Gag-Feuerwerk. Hab's auch nicht nachgeholt, diesmal, muss ich ehrlich sagen. Reicht dann auch, ne? Ich habe gestern eine Schlussrunde gesehen zwischen allen Parteien sozusagen und das war ziemlich, ja, langweilig irgendwie. Weiß nicht, hat mir gar nicht gefallen. Ja, die Kinderinterviews waren aufschlussreicher als die Trielle. Ja, die waren spannender, die Trielle, tatsächlich, ne? Ja. Da sieht man zumindest so ein bisschen mehr, wie die persönlich sind. Ich glaube, wenn die Kamera aus gewesen, hätte Laschet die Kinder geschlagen. Hm. Ja, ich denke auch. Und Scholz vergewaltigt. Nee, der hätte dir nur Brechmittel gegeben. Ach so. Das war ja auch peinlich, wie der Laschet darauf reagiert hat. So, ja, so reden Kinder nicht. Und die hatten ja Knöpfe im Ohr. Aber alle haben noch immer Knöpfe im Ohr, die irgendwie Interviews führen. Und warum bei Kindern nicht so? Also, raff ich nicht. Warum hat er das nicht einfach so überreden gemacht, wie alle anderen auch? Ja, weil der dumm ist. Weil er nicht kritikfähig ist, der Kanzler ins B. Ja, sicherlich. Da gab es so ein Video, wie seine CDU-Genossen um ihn herum standen und gesungen haben, La Laschet wird Kanzler. Das ist so unglaublich kringelig gewesen. Und auch Uschi Glas. Uschi Glas war auch dabei. Mhm. Die wird Vizekanzlerin. Hoffentlich nicht. Bin mir, nee, Laschet wird hoffentlich und wahrscheinlich nicht. Ey, ohne Scheiß, stell mal vor, also wirklich jetzt, Laschet wird Kanzler, wir kriegen GroKo oder Deutschland-Koalition. Da müssen wir doch die Scheiß, da müssen wir den Bundestag doch wirklich mal stürmen. Feuer legen dort. Irgendwie sowas. Aber nur symbolisch, meinst du? Ja. So eine obdachlosen Tonne anzünden davor und davor stellen und sagen, schlecht. Molli rein, irgendwie sowas. Weil das können wir ja nicht nochmal machen. Das ist ja scheiße. Gewalt ist keine Lösung. Naja, aber ob jetzt das Klima den anzündet oder wir, ist ja eine Frage der Zeit. Also. So denke ich nämlich beim Skateboardfahren auch. Wenn ich hier lang grinde und das Klima das eh kaputt macht. Das Klima? Ja. Das Klima macht die Kanten hässlich. Ja. Das ist dein größtes Problem. Ja. Naja, wenn hier so ein Tornado durchleiert, da ist dann so eine zerkratzte Kante das kleinste Problem. Und du machst gerade so einen komischen Flip da und dann kommt so ein, wie heißt das, so ein Tornado. Ja. Das stört einfach, ne? Beim Skaten. Nee, ich meine, guck doch mal, ja? Die Leute, die hier sich beschweren, ey, da ist so ein Kratzer im Marmor. Ja, das sind die gleichen, die hier ihr Plastik in den Ozean reintun. Ach so. Und deswegen sollen die Schnauze halten. Apropos Plastik im Ozean. Spanien verbietet ab nächstem Jahr, Obst und Gemüse in Plastik einzuwickeln. Das ist doch schön. Das ist mal wieder so ein Tropfen auf dem heißen Stein, ne? Ja. Aber ist wahrscheinlich, wenn es alle nachmachen, hat man wieder ein bisschen was gekonnt. Der stete Tropfen hüllt den heißen Stein aber. Ja, ich sag immer, steter Tropfen kühlt den Stein. Anyways, wir meinen dasselbe. Also wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen Echo haben und dann machen das alle und das ist dann auch wieder gut. Ne? Es ist nicht so, dass es jetzt eine Kacke ist, aber man darf jetzt nicht wieder Hoffnung haben, dass alle Weltprobleme gelöst sind. Aber es ist ein schöner Schritt. Es sind halt kleine Schritte, klar, auch wie bei dieser Capri-Sonne da, dass sie jetzt auch so einen Pappstrohhalm haben, der zwar mit Plastik eingehüllt ist, aber immerhin so. Es ist halt irgendwie ein Schritt, am Ende bedenkst, dass irgendwie am Tag Millionen von diesen Capri-Sonnen hergestellt werden und schon mal jeden Tag 1 Million dieser Plastikdinger da eingespart werden. Man muss halt auch ehrlich sagen, dass die Welt keine schlechtere wäre ohne Capri-Sonne in ihr. Also wenn man einfach dieses Produkt beendet, wäre halt auch nicht so schlimm. Diese Cola von Capri-Sonne, so geil. Also ja, manchmal denke ich mir auch, willst du so kleine Päckchen holen? Ja. Dann denke ich mir so, nee, komm ey, dann hole ich mir lieber meine Glaspulle Saft und schenke die mir ein. Da tut mir auch nicht weh und ich habe halt ein recyceltes Produkt, ne?
ist eure Meinung. Ihr kennt euch ja mit Deutschland aus. Das ist so, jetzt wie oft du noch. Es ist nicht meine Meinung, dass sich Glas besser recyceln lässt als Krabi so eine Verpackung. Ja. Es gibt Studien, ja, klar, die sagen, dass ich gerne Cola trinke. Ja, das glaube ich dir, dass das gute repräsentative Studien sind. Ihr kennt euch ja mit Deutschland aus, ich nicht so. Ich habe nämlich hier auf internationaler Seite mitbekommen, dass Deutschland die Quarantine-Pay für die ohne Impfungen aussetzt. Genau, es gibt es quasi, ich habe es mir auch aufgeschrieben, keine Entschädigung mehr für Ungeimpfte. Aha, das heißt das also auf Deutsch. Das heißt, danke. Verdienstausfall wegen Quarantäne werden nicht mehr erstattet. So. Und ich muss sagen, ich finde es natürlich gut. Also es betrifft ja jetzt auch nicht alle, die in Quarantäne müssen. Die könnten ja genauso gut Homeoffice machen. Genau. Und wer kein Homeoffice macht, das sind ja dann die Leute, die wahrscheinlich auch Menschenkontakt haben. Hm. Was wollte ich sagen? Naja, auf jeden Fall sind das die, die wahrscheinlich eh sich impfen lassen sollten, weil es vernünftiger ist als irgendwelche Büroleute. Das ist witzig, dass du das gerade so aussprichst, weil du ja am RZT-Album kritisiert hast, dass da manchmal so... Du bist schärfer als Terrorismus. Explosiver. Irgendwie aber ja. Sowas. Nee, ja, ich hätte mir gewünscht, dass das nicht nötig werden würde, was genau dann gewesen wäre, wenn sich Leute freiwillig hätten impfen lassen. Das ist halt total bescheuert, dass die Leute sagen, ja, gibt keine Impfpflicht, es sei denn, ihr impft euch alle nicht. Also ist in sich widersprüchlich, leider total. Nach wie vor wird ja aufrecht gehalten, dass es keine Impfpflicht gibt, aber ich verstehe auch die Leute, die sagen, ja, eigentlich gibt es schon eine Impfpflicht. Ja, die Konsequenzen werden immer stärker für die, die sich nicht impfen lassen. Ich würde mir total wünschen, dass das nicht nötig wäre. Ja, aber the people are retarded. Finde ich jetzt scheiße von dir, Robin. Ja. Ne, ich habe einen Kumpel, der ist körperlich behindert. Ich habe ja auch nur zitiert. Was macht's also besser? Finde ich's gut. Es ist mir egal, weil es mich nicht betrifft. Aber wenn es mir langfristig mehr Freiheiten gibt, dann soll es wahrscheinlich so sein. Tino, ich werde es ad absurdum führen einfach. Was ist der aktuelle Begriff für diese Leute? Menschenerinnerung. Jetzt ist mein verfickter Punkt hier nicht eingenommen worden, weil es hier noch irgendwelche Warnings gibt. Was ist denn das? Na, weil Tino kam jetzt wieder an. Man kann Brot nicht einfrieren. Außerdem hast du auch gesagt hier... Ach nee, hast du das gerade gesagt? Ich weiß gar nicht. Ein Freund, der behindert ist, ja. Ja. Du hast es gesagt, siehst du? Also. Könnt ihr kurz mal sagen, ob ihr da gleich in Meinung seid oder nicht? Bei welcher jetzt? Das ja, mit der Impfpflicht. Mit der Impfpflicht oder mit deinem Freund, der retarded ist. Das stimmt, dem Impfen das. Also es gibt Menschen, die konnten sich noch nicht impfen lassen, das gibt's auch. Ich finde, ja, aber die werden ja rausgenommen. Ich finde, für die genau muss es nicht gelten. Ich habe jetzt auch von einem Fall gelesen von einer Frau, die hatte Impfschwierigkeiten durch eine andere Impfung noch für Tetanus oder so und wurde erstmal quasi freigelassen fürs Corona-Impfen aus diesen Gründen. Hat auch jetzt Corona bekommen, so, und fällt jetzt auch auf Arbeit aus. Für sie würde es halt nicht gelten, weil sie halt einen Grund vorlegen hat. Genau. Aber Menschen, die unvernünftig sind, die einfach sich nicht impfen lassen wollen, obwohl sie die Gelegenheit hatten, und dann aus eigener Dummheit drauf rein, also dann sie anstecken so und ausfallen, die sollten auf jeden Fall kein Geld bekommen dafür. Zwangs, weiß ich nicht, Urlaub oder so, keine Ahnung, wie man das regelt. Klar, man kann sich ja Urlaub regelt. Nehmen. Dann ist halt der Urlaub weg, ne? Oder halt von mir aus, ja. Unbezahlt oder Homeoffice. Ja. Ich meine, vielleicht kann in dem Fall der Arbeitgeber kulant sein und sagen, ja, ich zahle trotzdem. Puh, kann er ja machen, ja. Ich denke, das dürfte ja gehen, der ist wahrscheinlich aber nicht verpflichtet. Ich glaube, dass diese Verpflichtung wegfällt, dass man dafür aufkommen muss, ja. Und das ist ja total logisch. So, da kann man ja nichts gegen sagen. Hm. So, man hat die kompletten Werkzeuge da, um sich davor in Sicherheit zu bringen und macht's nicht und dann passiert's ja, wow. Ja, ich finde es eh ganz seltsam, dass es ein Produkt gibt, was dein Leben schützen kann, nichts kostet und trotzdem halt so ein Riesenproblem für viele Menschen ist. Ja, aber das Leben, das kann auch machen, dass du irgendwie Herzmuskelscheiße kriegst. Aber es ist wahnsinnig selten. Milliardenfällen. Ja, es ist eben wahnsinnig selten. Ja, ja, nee, ja, Studien, aber ich sehe das anders. Studien. Fakten gegen Meinung, ja, ein tödliches Duell. Ihr seid so dumm. Ja, und Dänemark fängt jetzt wieder an, irgendwie Normalität einlaufen zu lassen in dem Land. Da gibt es ganz wenig Regeln noch und fast gar keine mehr, weil sie aber auch eine Impfquote von 80% haben. Haben die jetzt auch die Nerze endlich durchgeimpft? Die Nerze? Oder werden die nach wie vor umgebracht, wenn es dann einen Ausbruch gibt? Das ist eine gute Frage. Also Dänemark ist mir seitdem ein bisschen unsympathisch geworden. Was ich eigentlich bedauerlich fand, wo es vor Impfen ist. Ich habe ja auch die Chance beim Schopfer ergriffen, dass ich mich Ende Mai schon impfen lassen konnte. Problem ist, die es später gemacht haben, die haben jetzt eine Bratwurst. Kriege ich auch noch eine Bratwurst? Nachträglich, ne? Was ich halt fies finde, weil die sich freiwillig impfen, kriegen halt keine Bratwurst. Und die alle anderen werden eine Bratwurst gelockt. Das ist unfair, stimmt. Oder? Ja. So, Bratwurst für alle. Hoffentlich auch vegane. Ich glaube, es gab nur so diese komischen Schweinbratwurst. Also ich sag mal, das Problem bei Bratwurst ist, die ist so, selbst wenn du eine Fleischbratwurst isst, aber nicht in Thüringen, selbst dann schmeckt die schon scheiße. Und die Frage ist, wie schmeckt dann nachher eine vegane Bratwurst? Geil.
Also ich, wenn Thüringer eine vegane Bratwurst hinkriegen, die auch geil. Ich war ja bei einer Fastfood-Kette, einer amerikanischen, die jetzt auch sehr viel vegane Produkte anbietet, die natürlich nach wie vor Müll sind. Mhm. Bzw. vegetarisch war das. Mhm. Aber lecker. 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 Ich dachte immer so, also dieses, dass die Ersatzprodukte schmecken wie Mehl. Hm. Und Bioabfall, das gehört der Vergangenheit an. Hm. Wie langsame schon. Elektroautos. Ich glaube, wir sind jetzt in einer modernen Zeit, wo die veganen Sachen, ich meine, die in Fleischform auch ungesund sind und die jetzt halt nachgemacht sind und auch nicht super gesund. Aber es ist ja diese Fleischblätter ja auch nicht letztendlich. Genau. Das und ist man halt isst es ja nicht, weil man gesund leben will, sondern weil man einfach Bock drauf hat. Und diese Schinkenwurst von Rügenwalder, das ist halt mit und ohne Fleisch halt beides jetzt nicht wunderbar toll. Ne? Das ist auch irgendein Geschmack. Aber das kann das langsam echt ersetzen. True, meine Meinung. Bratwurst. Was haltet denn ihr von USB-C? Kann man Daten drüber hin und her machen. Ja? Ja. Findest du es gut, wenn die EU sagt, es wird vereinheitlicht hier, ihr Ficker mit euren ganz verschiedenen Handy-Ladekabeln? Ja, ich finde es verfickt nochmal gut. Ja, auf jeden Fall. Das sind nämlich Dinge, die passieren. Entweder muss dann Apple mal ordentliche Anschlüsse machen oder es gibt auf dem EU-Markt kein Apple mehr. Finde ich aber auch nicht so schlimm. Ja. Gut, dann sind wir uns einig. Ich habe erfahren, das neueste iPhone kostet 2000 Euro. Ist das richtig, Alter? Klingt logisch, ja. Das ist ja, also was ist denn hier los? Es kaufen Leute, oder? Hm. Der Markt. Es nicht. Der Markt regelt. Nee, sorry, da regeln aber echt die Vollidioten. Ja. Das ist so unfassbar. Der Markt. Ja, aber ja na klar. Also der Markt gibt ja auch nur, was gebraucht wird. Und der schafft irgendwie ein Bedürfnis nach was völliger Rotz ist, aber die Leute wollen es. Dass die auch bei sich irgendwie dieses Kopfhörerkabel entfernt haben, also das Loch, um AirPods zu sellen. Ja. Das ist ja faszinierend. War das nicht sogar so ein YouTube-Video, das erklärt hat? Simplicissimus. So, ich kenne mich ja mit Apple und AirPods so gar nicht aus. Ich bin auch komplett raus immer gewesen, als Bullshit ist. Aber die Leute fressen das. Also ich weiß nicht, habt ihr AirPods? Nee, ne? Nein. Nee. Ich finde das total dumm. Ich hatte mal so einen Bluetooth-Kopfhörer irgendwie ohne Kabel. Das ist okay. So unpraktisch und so. Ich fand's scheiße. Du verlierst sie doch super leicht, oder? Ich brauche so ein Kabel einfach. Wenn ich damit skaten würde und einmal die runterfallen oder so, dann sind die doch weg. Ach so, hast du so hinüber. Über den Kopf? Es war über den Kopf und dann hatte ich nochmal so kleine quasi nur für die Ohren. Ach so, ja. Und ich fand beides doof. Erstens, haben doof geklungen einfach, die großen. Ach so. Und die kleinen habe ich halt verloren so. Ja, weil bei diesen großen verstehe ich's, aber weil ich da am PC immer am Kabel hängen bleibe, das nervt ein bisschen. Ja, das ist okay, das verstehe ich, ja. Aber selbst dafür muss man ja nicht Apfelfüll kaufen. Nee. Ja. Never. Oder Birne. Gut, ja, Apfel und Birnen. Boris Johnson hat eine gute Rede ausnahmsweise gehalten, hat gesagt, wir müssen upgrown und Climate Change facen. Wow, oder? Was? Boris Johnson? Mhm, Boris Johnson. Der britische Donald Trump? Der immer lustige Sachen sagt. Nice. Gibt's so einen ganzen Kanal für der Boris Johnson lustig sagt. Das stimmt, ja. Boris Johnson says. Ich glaube, dass er so ein bisschen Kraft hat oder dass das Volk gemerkt hat, dass der Brexit nicht die beste Idee war. Hallo, die wollen jetzt die Imperial-Dings wieder einführen als Zeichen der Freedom-Scheiße. Also die wollen jetzt Yard hier, wisst schon. Was haben die alles? Na, nicht Meter, sondern dieses Inch-Yard, dieses ganz Dumme. Ja, aber das ist doch das Gegenteil. 23,5 Inch sind dann ein Yard und 35 Yard sind dann eine Meile. Weißt du, wie ich es meine? Ja, ich weiß, was diese du meinst. Scheiße. Ich weiß schon seit einer halben Minute, was du weißt. Ja. Ich kann das nochmal erklären. Aber ist das nicht das Gegenteil von klug? Ja, eben. Ja, die merken aber die haben jetzt ihre Freedoms wieder. Mhm. Ja, die merken halt, dass der Brexit bei vielen doch nicht so gut angekommen ist jetzt in der Praxis, dass viele Läden teilweise auch halb leer sind, weil Produkte nicht mehr angeboten werden können oder viel zu teuer. Und ich denke, dass der Herr Johnson jetzt sich so ein bisschen auch wieder an die junge Generation wenden muss, denen der Klimawandel sehr wichtig ist und hofft vielleicht damit auch wieder Wählerstimmen zu bekommen. Kommt. Die junge Generation, wir wollen einen Klimawandel haben. Ja, wir steuern auf 2,7 zu, heißt es aktuell von der UN. Es ist gut, das ist doppelt so viel, wie eh schon scheiße ist. Ja. 1,5, da sagt man immer, 1,5 will man als Ziel erreichen. Maximal 2. 1,5 ist besser. Wird funktionieren. Ich glaube, alles ist besser als... Also, wir könnten auch jetzt schon wieder rückwärts gehen, wäre auch schon gut. Weiß man nicht, ob das ginge. Also meine, es wäre schon nicht schlecht, wenn wir auch jetzt schon, weißt du? Wenn jetzt nichts mehr wäre und man schon CO2 rauskommt. Ja, weil wenn man sagt, so maximal 2, dann wissen wir doch dass es auf 2,5 hinausläuft. Aber wenn man sagen würde, ja, lass mal eher so 0,3 anpeilen, also das rückwärts. Ja, eben. So, okay, das hätte uns so ambitionierte Ziele setzen. Ja, also, ist doch so. Als psychologisches.
Es gibt ja auch so ein Ranking der klimafreundlichsten Ländern, wo die einfach die ersten drei Plätze freigelassen haben, weil die alle scheiße sind. So ein psychologischer Effekt. Echt krass. Ich habe das, weiß ich nicht, habe ich vor einer Weile irgendwie mal aufgeschnappt. Gibt es hier Kommentare einmal bitte, Link, ihr seid voll schlau immer. Ja. Das ist voll unfair, weil wenn alle scheiße sind, musst du trotzdem den ersten Platz geben, der am wenigsten scheiße ist. Das ist dann der vierte Platz. Ach so, dumm. Nee, ich finde es gut eigentlich, es ist ein cooler Effekt. Eventuell. Da wir jetzt hier mal eine konträre Meinung zu unserer Kreiswichserei haben, was Reichtum angeht, in 2020 Steuern, mehr Steuern. 2020 ist die Zahl der Billionäre um 13,4% gestiegen, während sehr viele andere Leute gehungert und gelitten haben. Was sagen wir dazu? Sehr viele andere Leute, sagen hier eine Zahl, die ist deutlich angehoben. Nee, hier geht es in der Dingsens geht es nur um die Billionäre. Das war jetzt nur mein Kontext. Ja. In einer Zeit, wo sehr viele Leute eine richtig beschissene Zeit haben, werden die Reichen sehr, sehr viel, sehr reicher. Also ja, wie gesagt, ich beobachte Bill Gates und Jeff Bezos, die ihre ganzen Scheiß bei ihrem Tod derart verpulvern, dass die halt die Länder aufbauen durch Spenden und so weiter. Wäre natürlich übelst geil, wenn sich da alle ein Scheibchen von abschneiden. Was ich halt nicht so geil finde, ist halt diese Vererbschaftsscheiße, dass irgendwelche Leute dann massiv viel erben, was halt dann auch einfach da bleibt. Also wenn die Ressourcen da sind, dann wäre es mir am allerliebsten, wenn die genauso freiwillig umverteilt werden, wie das jetzt zum Beispiel ein Bill Gates macht. Ne? Unter reichen Leuten gibt es Wichser und dass immer mehr werden, liegt natürlich in der Natur des Wachstums. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Die eine ist ein Existenzmaximum von irgendwie 10 Millionen oder so. Oder ich werde reich. Du bist wie einer von der Partei. Ja. Oder du wirst reich. Oder ich werde reich. Das ist die zweite Möglichkeit. Dann ist mir auch egal. Aber guck mal, das ist so an die Nase fast Ding, ne? Weil vergleichsweise sind wir übelst reich, weil wir allein, einfach weil wir Deutsche sind. Und wir sind übelst reich und wir sagen, ja, Reiche sollen spenden. Wir könnten allein schon anfangen zu spenden. Ja, ich tu's. Also der Rechner, den es hier gibt, sagt, 96% in meiner Situation in Deutschland sind reicher als ich. Ja, du suhlst dich da so drin, ne? Ja. Ja, anyways, ich will mir nur rechtfertigen, dass ich jetzt gerade nicht unbedingt spende. Man meint schon, die spendest, die wirklich reichen. Ich meine jetzt Menschen, die jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Anwälte sind, Chefärzte oder so. Aber selbst die können ja immer noch sagen, es gibt immer Leute, die sind reicher als ich. Es ist ja aber auch ein Unterschied, ob jemand mit einem Einkommen von 1000 Euro 1% spendet oder jemand, der Milliardär ist, 1% spendet. Ja. Da ist ein kleiner Unterschied. Ja, was willst du damit argumentativ sagen? Das ist ein Unterschied, richtig. Ja. Ja? Der mit einem 1000 Euro kommt in Deutschland vielleicht hin, aber der andere kommt vielleicht hinner. Ja. Und er kommt immer noch sehr viel hinner, auch wenn er 1% mehr abgibt. Na, dann kannst du ja auch 1% spenden. Ne, eben nicht. Na doch, also, okay. Wenn du 1000 verdienen würdest. Ja. Aber so. Die Leute sagen ja, guck mal. Die Leute, die jetzt sehr, sehr reich sind, die sagen ja, die würden, wie du argumentieren, würden sagen, ja, ich verdiene 100.000, gibt auch Leute, die verdienen 10 Millionen. Da sollen die das mal machen. Hm. Aber wir sagen ja auch, ja, wir verdienen 1.000, die verdienen eigentlich 10.000, aber es gibt ja immer noch Leute, die halt, keine Ahnung, 5 Euro verdienen. Ja, aber die wohnen ja dann nicht in Deutschland. Richtig. So. Also du willst dich mit Deutschen vergleichen und nur dann, wenn du da über den 50% liegst, willst du spenden. Nee, also da, dieses Spenden, da wäre ich jetzt erstmal raus. Ich sag nur, dass du in Deutschland einen gewissen Standard hast, du brauchst ein gewisses Geld, um in Deutschland eine Wohnung bezahlen zu können, Krankenversicherung, was auch immer. Mhm. So, das ist klar, dass du von demselben Geld in Bangladesch wahrscheinlich reich wärst. Ja, ja. So, aber da kannst du dich ja nicht mit Bangladesch vergleichen, sondern musst dich mit dem deutschen Standard vergleichen. Es geht ja auch um die Auswirkungen, die du hast. Ja, jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ich Geld spende, das ist halt nur so ein Tropfen, mal so ein Zehner nach Afrika für Dentists oder ja, sowas. Ja, das solltest du eh nicht machen. Also wenn du einen Zehner spendest, dann solltest du eher ein Abo abschließen oder so, weil sonst die Verwaltungskosten die Spende auffressen. Genau, aber ich meine jetzt sowas wie so Menschen wirklich, die Unternehmen haben, die Manager sind, die wirklich viel Geld einnehmen. Und wenn die so einen gewissen Teil spenden, hat es viel mehr Auswirkungen. Ja, naja, klar, das hat absolut total viel mehr Auswirkungen. Aber der Punkt ist, ab wann verdienst du viel? Und da kann halt jeder sagen, ja, gibt Leute, die verdienen mehr, außer einer. Und ja, man kann es ja irgendwie trotzdem festlegen mit dem Existenzmaximum. Es ist grundsätzlich nicht möglich, das weiß ich, dass man hat ein Recht auf Besitz, man darf niemanden zwingen abzugeben. Aber ich finde, wer braucht denn mehr als 10 Millionen dann Euro? Dann muss es aber ein Maximum auf Privatvermögen sein, weil gewisse Unternehmen brauchen, wenn du jetzt 100.000 Angestellte hast und darfst nur 1 Million Euro haben, dann kannst du die einen Monat lang bezahlen, dann bist du pleite. Nee, das ist ja klar. Das muss auf persönliches Reichtum gehen und dann kannst du immer noch sagen, okay, dann lege ich mein Geld halt in mein Unternehmen rein. Die müssen dann auch steuerrechtlich mehr in die Verantwortung gezogen werden.
Ja, das kann man natürlich, das kann man diskutieren. Da kommt natürlich zu der Frage, wenn du, je mehr du Investitionen, also dadurch, dass du versteuerst hast, sind Investitionen weniger stark. Ist natürlich ein Argument, das ist eine Meinung, ne, glaube ich. Also ob du das gut findest oder nicht. Ob du mehr versteuern willst, dadurch weniger Investitionen möglich sind. Kannst du natürlich sagen, okay, das Argument von der Mitte slash und Liberalen ist ja, die sagen, jo, wenn du jetzt die Reichen versteuerst, dann kriegst du weniger, als wenn du sagst, ja, lass die investieren und irgendwann sind die so groß, dass die automatisch mehr Steuern zahlen. Ob das so ist, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich kenne nur dieses Argument. Also auch unter dem Ziel, die Klimakrise zu bekämpfen, finde ich halt es einfach ratsam, in irgendeiner Form einen Weg zu finden, wie wir davon wegkommen, innerhalb von einem endlichen System unendlichen Wachstum anzustreben, ob das jetzt global gesehen ist oder auch fürs Individuum. Und ich, also dieses, also irgendwie dieses Incentive überhaupt wegzunehmen, dass Leute das Bedürfnis haben, war das nicht auch Jeff Bezos, der sich diese 3 Trillionen Yacht kauft, die eine eigene Yacht noch dran hat und so. Also das sind halt Dinge, die brauchst du eigentlich als Mensch nicht, um glücklich zu sein. Ja. Und überhaupt, dass halt Menschen, gehe ich jetzt voll weg von Jeff Bezos, sondern allgemein, das ist ja halt im Menschen drin so, das ist okay, das akzeptiere ich. Aber das wäre ja schon ratsam, wenn man das irgendwie vielleicht doch ein bisschen unattraktiver macht einfach, keine Ahnung. Dass Leute überhaupt dieses Verlangen haben, ich muss jetzt eine Riesenjacht haben, ich muss jetzt... Ja, weiß ich auch nicht, weil die Riesenjacht, die ist dann 3 Monate geil und das ist auch wieder scheiße. Ja. Also das ist seltsam, da finden die Leute wahrscheinlich ihre Lebenserfüllung nicht darin, sondern wollen da irgendein Loch füllen, also hast du ja selbst irgendwann mal gesagt, die wollen ein Loch füllen, das hier nicht zu füllen ist. Bei einem Elon Musk ist es ja anders, der hat ja lange, lange Zeit fast gar kein Privatgeld gehabt, hat sich Miete borgen müssen und so, weil er alles in sein Unternehmen gesteckt hat, weil das halt sein Traum ist und er da quasi das Mobbing in seiner Kindheit kompensiert hat oder weiß ich nicht. Kann man jetzt sagen, ist vielleicht auch nicht so. Ewiges Wachstum bei einer begrenzten Erde. Ich glaube, ewiges Wachstum ist natürlich... denke ich mal, nicht möglich. Die Frage ist, was wächst, ne? Also du kannst jetzt in der Erde nicht... Ja, es wäre halt gut, wenn die, du kannst halt nicht jedes die Glücklichkeit Jahr zum Beispiel wächst. Oder die, wächst? Die Glücklichkeit. Warum muss man das an materiellen Werten festmachen? Ja, die Glücklichkeit kannst du eh nicht messen. Also wie die wachsen. Und doch, Zufriedenheit. Das gibt's ja, das ist ja auch Skandinavien immer ganz vorne. Ja. Sicherheit, Kriminalitätsrate, ja, Langlebigkeit, all sowas. Du kannst da schwer eine Zahl festlegen. Du musst halt eine Zahl nehmen, aber du weißt ja nicht, wie gut sich die Leute fühlen. Es kann ja Intelligenz wachsen, sowas halt, es muss sich ja auch nicht auf unseren Globus beschränken. Früher oder später, wenn wir diesen großen Filter Klimawandel überstehen sollten, werden wir sicherlich multiplanetar, dann mehrere Sonnensysteme, mehrere Galaxien, das könnte ja alles noch passieren. Also das ist ja noch Wachstum, das ja noch aussteht, sage ich mal. Folglich muss bis dahin, also um das zu erreichen, muss es Wachstum geben. Wenn man es erreichen will, wenn es überhaupt möglich ist, wenn der Mensch nicht vorher ausstirbt, weil er seinen Planeten nicht in Ruhe lassen kriegt. Also du redest ja auch vom Geldwachstum, ne? Das ist immer mehr, das ist nicht per se Geld. Naja, Geld ist ja eh ausgedacht. Man kann so viel Geld haben, wie man will, ne? Aber man ganz, kann ganz eigentlich nicht in den Ursprüngen, aber inzwischen ist es so, ja. Klar. Aber natürlich Ressourcen können nicht sich jedes Jahr verdoppeln. Das ist natürlich, dieses Wachstum geht natürlich nicht. Zumindest nur begrenzt. Und wenn man so denkt, wird man immer wieder Crashes haben, die das wieder korrigieren und so weiter. In irgendwelcher Hinsicht. Bei Geld sieht man es an Inflation und so weiter. Oder an Tulpen, Zwiebeln, die sehr teuer werden. True. Die Tulpenzwiebeln. Das ist, glaube ich, das erste Beispiel. Sind das Blumen Beispiel, oder sind das echte Beispiel Zwiebeln? Von einer, genau. Beides. Von einer Bubble. Ich meine, das war mal damals, aber das geht jetzt zu weit. Bubble Tea? Bubble Tea ist beeklig, genau. Nee. Gar nicht wahr. Stimmt nicht, ne? So. Nur der von Foco, oder? Ja, Die sind toll, ja. Ja, diese deepen Gespräche, man merkt, es ist Bundestagswahl, Tino. Wir sind in der Stunde fast rum. Hast du noch Themen, die du ganz schnell hier reindrücken willst? Wir haben ja diese linke versiffte Ecke, wieso widersprecht die mir nicht mehr? Was? Du hast doch gesagt, dass ewiger Wachstum auch ein bisschen dumm ist. Oder nein, halt es geht nicht halt möglich. Nicht, aber ich glaube, bis dahin müssen wir das komplette Universum bewohnen. Ja. Ach so. Dann geht es ja irgendwann nicht mehr. Das ist ja auch und bis dahin holen wir das letzte bisschen Braunkohle raus, oder was? Ja, genau das habe ich ja gerade nicht gesagt, dass es Ressourcen gibt, die nicht beliebig viel da sind. Und
Wir brauchen ja auch keine Braunkohle. Hm. So. Das ist, genau ist, so. Ist ja nicht das Gut. Das Gut soll ja nicht wachsen. Ja. Oder kann es auch nicht, aber soll halt. Wenn auch die ganze Welt an einem Strang ziehen würde, dann wäre das bestimmt auch möglich, die Sahara mit einer Solarplatte zu bedecken. So. Das ist halt ein riesenteures Unterfangen und wahrscheinlich ist auch wegen den Witterungsbedingungen ein bisschen scheiße. Ja, auch weil die Energie auch verloren geht auf dem Weg und so weiter. Auch das, aber man kann das bestimmt, weißt du, wenn man da an einem Strang zieht und das nicht ein Land alleine macht, dann kriegt man da schon was hin. Das macht aber keiner. Das Problem ist, der Klimawandel ist jetzt da und die Welt ist noch nicht koordiniert genug. Ich glaube, das ist so eins der schwierigsten Probleme. Deshalb heißt es auch immer, China, viel mehr Kohle. Die bösen China-Menschen. Also wenn der Klimawandel nach dem Dritten Weltkrieg erst kommen würde, dann hätten wir vielleicht eine Chance. Wenn wir jetzt endlich so heftig auf die Schnauze gehauen haben, dass wir endlich alle friedlich sind. Atomraketen und dann die letzten 5 Menschen bevölkern die Welt neu. Setzen sich dann auch an den Tisch. So. Ging in die Hose, neuer Versuch. Was machen wir jetzt? Achso, und nochmal Entschuldigung fürs Land wegnuken. Ja, vergeben und vergessen. Wir sind nicht Anonymous, wir vergeben und wir vergessen. Es gab auch noch eine Influencerin, die verschwunden ist, wollte ich noch ansprechen, Gabby Petito, die ist im Urlaub mit ihrem Partner verschwunden und der Partner kam einfach selber alleine nach Hause, hat geschwiegen und hat nichts über sie erzählt und so weiter. Und dann haben ihre Eltern sie als vermisst gemeldet und haben jetzt eine Leiche gefunden, die Polizei von Gabby, und sie ist wohl durch Gewalt gestorben und es ist auch der Partner verschwunden, ist quasi geflüchtet, sagt man. Wird aktuell gesucht, erstens wegen Mordverdachts und weil er Bankbetrug begangen haben soll. Oha. Das ist gerade voll ein globales, virales Ding, dass eine Influencerin tot ist und ihr Freund schuldig sein soll. Ich würde auch sagen, nach der Wahl besprechen wir dann mal mehr nur solche Themen. Das ja, reicht gerne. Dann erstmal mit Politik. Du hast jetzt hier noch Bilder von Taliban stehen, das ist auch ganz schön. Ja, wie sie so auf Tretbooten so eine geile Zeit haben, haben so Waffen in der Hand und sind auf so schwanen Tretbooten. Es gibt nichts Geileres als aktuelle Taliban-Footage. Ja. Das ist so großartig, wie alle so immer übelste Angst haben, wie so, guck mal, ich bin in einem Fitnessstudio, lustig, Da gibt es halt so Interviews, wo sie halt sagen, ja, wir treffen uns hier, um Spaß zu haben und so. Da meinte noch so ein Reporter irgendwie, dass dieser Tretbootbesitzer, dass er Angst hatte, ihnen Geld abzunehmen, den Taliban, sie einfach halt machen lassen, so, weil Angst hat, dass sie also erschossen wird. Ja. Sehr skurril. Passend dazu hat Amerika jetzt endlich zugegeben, dass bei den Drohnenanschlägen, die sie da ja vor kurzem erst durchgeführt haben, wieder Zivilisten erwischt haben. Genau. Kinder auch. Haben sie nur Zivilisten erwischt, haben sie auch ein paar Leute erwischt? Ein paar haben sie auch. Ich meine, selbst die kleinen Kinder werden da jetzt schon Kalaschnikows haben, wenn die Talibaner sind. Weißt ich fache ja nur, wäre halt witzig gewesen, wenn sie gar keinen getroffen hätten. Also witzig im Sinne von, naja. Nicht witzig. Es ist witzig im Sinne von nicht witzig. Im Sinne von nach die USA. Mhm. Auch witzig, dass ich möchte unseren Hörer Rücki grüßen. Oh der, ja. Ja. Wir haben nämlich einen kleinen Fluch auf ihn herabgelassen. Nämlich erwähnen wir zufällig irgendwelche Familienmitglieder von ihm im Podcast. Erst Oma Gerda, so heißt seine Oma. Dann war es Oma Erika, die auch, er auch in der Familie hat, eine Oma Erika. Und es haben auch noch seinen Onkel. War nicht noch eine Tante zwischendrin? Eine Tante war noch zwischendrin, aber ich habe den Namen vergessen. Und noch jetzt den Opa, also der Ehemann von Gerda. War es Jochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube. Irgendwie sowas, genau. Also wir erwähnen in jedem Podcast zufälligerweise irgendwelche Namen aus Rückis Familie. Nee, liebe Grüße. Rein zufällig seine ganze Existenz. Genau, ja. Und dass er auf Füße steht. Oh. Oh, ist das so, ja? Und weiß ich nicht. Auf Instagram. Nee, das macht Instagram. Ach, fuck, Mann. Das macht MCM. Oh. Wir grüßen Luisa und Jonas bei ihrem sonntäglichen Rausch-Podcast. Ja, geht wählen und dann... Ja. Ach nee, sie gehen erst wählen. Sie waren gerade wählen. Sie wissen es noch nicht genau. Das sind gute Deutsche. Ja. Ja. Und dann gönnen die sich uns. Hoffentlich. Immer noch unentschlossen. Am Freitag gewesen. Nee, sie wussten nicht ab wann sie so wählen gehen. Okay, welche schon. Uhrzeit. Nee, doch, sie wussten nicht, wann sie gehen, ob sie nach oder vor dem Podcast gehen. Okay, ich dachte, sie wussten nicht, wie sie wählen. Gibt's ja auch, doch. Gibt's ja auch, dass man in letzter Sekunde dann entscheidet. Es gibt Menschen, die entscheiden nicht erst in der Wahlkabine, wen sie wählen wollen. Ja, aber ich hatte den Zettel richtig lang bei mir rumliegen, diesen Brief, hab hin und her überlegt. Ich war echt unentschlossen ganz lange. Ich finde witzig, dass es zweimal was wir, W-I-R, gibt. Ja. Einmal mit großes W, kleines I, großes R. Das ist von Bodo Schiffmann, glaube ich, die Partei. Genau, das ist auch, sind auch so Querdenker-Leute, genau, oder? Genau, die haben abgespalten. Es gibt einmal Bier mit großem W, kleinem I, großem R und ein großem W, kleines I, kleines R. Also Bier gibt es zweimal als Partei. Ja. Echt? Voll sinnvoll, ja. Hab ich gesehen. Die schaffen sich hoffentlich gegenseitig ab. Die Bodo Schiffmann sich beide ab. Großteil von den kleinen Parteien
Ein großes Teil der kleinen Parteien. Aber die Partei wird wahrscheinlich in Berlin in Stadtrat einziehen. Also wie heißt das da, Abgeordnetenhaus? Die haben ja auch Wahl und sind bei 5% ungefähr. Also es kann funktionieren. Na gut. Also geht wählen, Leute. Wenn nicht wieder Semsrott alles kaputt macht, dann wird es... der ist ja eh raus. Naja. Aus der Partei ist er raus. Hast recht. Wer weiß, vielleicht kommt er wieder, jammert wieder kurz, macht alles kaputt. Nee, glaube ich nicht. Nee. Die haben keinen Kontakt mehr. Ja, aber wie geht wählen? Wählt was Ordentliches und keine Faschisten, wenn es geht, so. Und sonst könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Meine Meinung. Wählt Faschisten, aber keine Klimaleugner. Genau. Klimakrisenleugner, ja, egal, wisst ihr, was ich meine. Du guckst gerade dir Photoshop-Videos an, wie man eine Braut rausnimmt. Ja, das ist der größte Post diese Woche auf Reddit. Ich dachte, es wäre noch was Gutes. Also da hat jemand seine Ex vom Familienbild entfernt. Wow. So, die steht halt in der Mitte des Fotos und ist komplett raus jetzt. Das ist witzig. Sweet. Das ist der Top-Post diese Woche von Reddit. In diesem Sinne sind wir durch, glaube ich. Ja. Was geht mal der Woche? Ja, hier, die ist da und dann macht er Photoshop und dann ist er halt nicht mehr da. Cool. Ja. Also ich fand den Mord an der Tankstelle schon krass. Das fand ich war irgendwie ein ekliges Signal. Wie sind wir denn da? Irgendwer hat irgendwas gesagt und dadurch sind wir drauf gekommen, haha, wie witzig, die Tank... wegen Mario. Die sterben wie die Fliegen. Nein, nicht hier im Podcast, sondern in der Oase haben wir irgendwie geschrieben. Oder irgendein Politiker hat wieder irgendwas gesagt. Und dann hieß es, oder hat John das gesagt, dass das normal ist, dass Tankleute... Oder war es Neo? Stimmt, dass Tankleute jeden Tag erschossen werden bei irgendwelchen Überfällen. Ja. Oh, ist das bescheuert. Oh, wieder passiert. Ach. Schon wieder, Tankstellenchef muss schon wieder drei Leute aus dem Haus rausfegen. Leichen. Ein Fall von vielen. Jetzt ist die Kasse schon wieder nicht besetzt. Tja, hätte auch mal einen Roboter hingestellt. Ja, irgendjemand meinte, das ist ganz normal, dass Tankstellen Leute erschossen werden, weil es ist ja immer Überfall bei Tankstellen. Ja, smart. Ja, jetzt wird ja wegen Maskentyp hier so ein Trara gemacht, dabei ist das ja einer von 10 gewesen. Ja, diese Woche alleine. Und Robin erzählte noch, das ist irrational, wie geht's eigentlich nicht mehr tanken. Ich find's gut, wenn wir nicht mehr tanken gehen. Also ich finde zwei Themen sehr wichtig. Einmal der Tankstellenmord, der also als Lowlight quasi, und das Ärztealbum. Das vielleicht letzte Album der Ärzte, wir wissen es ja nicht. Ich hoffe, Skrillex legt für die Familie von dem Tankwart mal ordentlich auf. Skrillex. So wie für George Floyd. Achso. Kennst du es nicht? Nö. This goes out to the family of George Floyd. Zeig mal bitte. Das ist ja großartig. Das kennt ihr nicht? Zeig das mal bitte, Alter. Das ist ja großartig. Das ist mega gut, Mann. Du warst nicht im Brennpunkt wegen Copyright, oder? Ach, ja, stimmt. Ja, wir gucken es gleich danach. Okay. Ja, was geben wir denn? Wollen wir alle gleichzeitig eine Zahl sagen? Boah, da muss ich erst mal überlegen. Also toll. Ich habe halt die Woche nicht Pimpel gekriegt, weil ich die ganze Zeit hier war. Und ich die ganze Zeit vor meinen Nachrichten gegangen habe. Ja, können wir machen. Okay. An 3, 2, 1, 6. Alter, 7, 5 und 6. Na, dann machen wir mal 6, Komma. Du hast auch 7 gesagt. Ich hab auch 7. Dann wart ihr genau gleichzeitig. Hm. Ja, das war aber der Plan. Na, dann 6,5. Ja, von mir aus, gerne. Ja, gut. Ja, ich aber es ist halt nur die Tanksache. Also die Tanksache ist auf jeden Fall groß, aber darüber hinaus ist halt ein bisschen so, wenig. Kann der Basti sein Lied nicht ein bisschen leiser spielen? Das wird auch total ein Brennpunkt gerade. Vor allem habe ich Skrillex gesagt. Ich meine natürlich David Guetta. Oh, das spielt doch nicht. Ich habe schon gehört, weil Skrillex wird hier in den 10 Jahren raus. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir hören das jetzt in Ruhe an, also verpisst euch. Bis zum nächsten Mal. Geht wählen und seid dann.